Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmin TV. Hallo. Heute mit dem Christian, dem Sebastian und mit dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Jules. Heute schauen wir uns an Internet-Trolling, eine historische Aufarbeitung. Dazu gibt es 8 offene Vorschläge mit insgesamt 158 Daumen hoch auf pizmin.de, dass wir uns das doch mal bitte angucken sollen. Machen wir jetzt. Machen wir. Einiger Nachmittag in einer irländischen Stadt 1920. William Horace, ein gebildeter Geschäftsmann, nahm einiges an Geld zusammen und kaufte eine hohe Anzahl an Theatertickets für den nächsten großen Auftritt in der Stadt. Für jedes gekaufte Ticket wählte er einen individuellen Platz im Theater aus. Und spendabel wie er war, verschenkte er alle gekauften Tickets an eine Vielzahl an glatzköpfigen Personen in der Stadt. Die beschenkten Männer bedankten sich. Und als der Tag des Auftrittes kam, setzte sich William in die oberste Etage vom Theater neben eine Vielzahl an prominenten Leuten. Eine Etage unter ihm saßen die glatzköpfigen Leute, starrend auf das spannende Theaterstück. Er stand auf, sah die Scheinwerfer leuchten. Er schaute runter, lächelnd. Denn die Reflexionen von den Glatzen ergaben durch die Anreihung der Sitze die Buchstaben F-U-C-K. Diese Geschichte ist wahr. William Horace war ein Troll. Ein Mann namens Viktor Lustig gab sich als Bürgermeister aus und hat es geschafft, den Eiffelturm zu verkaufen. Und einer mit sehr viel Humor hatte mal 50 Leute zu einer Party eingeladen, die alle lustigerweise den gleichen Vornamen hatten. Hey! Ich heiße Geralt. Hey, ich heiße auch Geralt. Und? Heißt ihr auch Geralt? Wir heißen alle Geralt. So eine Art von Menschen gab es also schon immer. Und rund 100 Jahre später, als die Leute anfingen, das Internet zu nutzen, entwickelten sich die Trolle weiter. In den Anfängen des Internets war Trolling. In dem einen Video hatten wir doch, war Diogenes? Der auch mal nur so einen Scheiß gemacht hat. Diogenes. Wer war das denn noch? In was für einem Video meinst du? In einem Jules-Video? Ja, in einem Jules-Video, wo er meinte, hier, als die Stadt angegriffen wurde, hat der sich irgendwie ein Fass geschnappt und hat halt irgendwie einen Berg raufgerollt und meinte einfach nur, ich mach das gleiche, nützliche, so wie ihr. Als die Leute da irgendwie nur dumm rumgelaufen sind. Ich gebe jetzt mal hier hart die Prediction rein, dass ich das Video nicht mitgeguckt habe. Ich auch. Oder war es so? Nee, Sokrates war das nicht. War das nicht Diogenes? Ich kann das wirklich vielleicht kommt das noch, würde ich sagen. Nicht sonderlich spektakulär. Es war gang und gäbe auf die Frage, wie heißt der Song, The Root, Sandstorm zu antworten. Und neben viel zu vielen Trollgesichtern und Rage-Comics sowie wilden Theorien darüber, wie man die Gesetze der Physik brechen kann, füllte sich das Internet langsam mit ausgedachten Creepypasta-Stories. Beispielsweise entstand die Story von Slenderman in den frühen Tagen des Internets, allein um anderen Angst einzujagen. Die Geschichte inspirierte nicht nur die berüchtigten Endermen aus Minecraft, sondern auch zahlreiche Spiele und natürlich auch Parodien von der Figur. Doch die Geschichten müssen nicht immer erfunden. Okay, ich wusste bis gerade nicht, dass der Enderman und Slenderman beide auf dem gleichen Meme basieren. Das wusste ich auch nicht. Okay. Ich dachte, Slenderman kam viel später erst mit dem Spiel. Ich wusste nicht, dass das Internet-Meme vorher war. War denn Slenderman so viel früher als... Das kann er nicht. Was spricht den Satz aus? Also Enderman und Slenderman basieren auf... dem Slenderman. Auf dem Slenderman. Und der Slenderman, dachte ich, ist aus diesem Spiel, wo du da im Wald rumrennst. Nee, gab dann wahrscheinlich das Spiel basiert da drauf. Genau. Das Crazy. Ganze basiert auf dem Internet-Meme aus dem Jahre 2009. Krass. Okay, das wusste ich auch nicht. Krass. 2005, Harry Potter. Wir stehen kurz vor dem Release des 6. Buches. Harry Potter-Fans der ganzen Welt sind hyped darauf zu erfahren, wie die spannende Geschichte weitergehen wird. Wird Hagrid in einen Baum verwandelt? Wird die weit verbreitete Fanfiction-Story, in der Harry Potter eigentlich die ganze Zeit eine Frau war, doch schließlich wahr werden? Man weiß es nicht. Doch, Moment mal, gibt es etwa ein Leak vom Ende? Bevor das Buch überhaupt offiziell auf den Markt kam, wussten ein paar Leute bereits, Snape tötet Dumbledore. Und so machte sich eine Gruppe an Teens auf den Weg, vermutlich mit dem Auto ihrer Mutter, zu den nächstliegenden Buchläden, wo die größten Harry Potter Fans Schlange standen, um den Halbblutprinzen zu kaufen. Und die Trolle waren erbarmungslos. Snape kills Dumbledore! Snape kills Dumbledore! Ja, das ist aber auch echt ganz schön asozial, muss ich sagen. Das finde ich ziemlich uncool, tatsächlich. Das ist heftig scheiße. Und das Ganze wurde beim letzten Harry Potter Teil, ein Jahr später, natürlich noch extremer wiederholt. Lupin dies! Snape's dead! Snape killed Hagrid! Good book! Die! Voldemort killed Harry! Spoiler haben sich danach als gängige Trollmethode ziemlich gut bewährt. 2019, der Release des letzten Avengers-Teil Endgame stand vor der Tür. Der Hype war groß. Und wer hätte es gedacht? Es gab geleakte Footage von den wichtigsten Stellen des Filmes. Und doch die Leute von Marvel Entertainment hatten eine geniale Idee, wie man dafür sorgt, dass diesmal keiner gespoilert wird. Don't spoil the Endgame. Don't do it.
Don't spoil the endgame. I'm watching you. Super. Und nach diesem Video kam keiner mehr auf die Idee, irgendetwas zu spoilern. Iron Man stirbt, Ant-Man stirbt, Black Widow stirbt. Doch eine Plattform sollte das Trollen im Internet für immer verändern. 4chan, eine komplett anonyme Plattform, wo Leute ihre geistigen Ergüsse ablassen können. Alle nennen sich gegenseitig Retards, alles ist ein Shitpost und alles ist extrem politisch unkorrekt. Jedenfalls hatte 4chan einen Vorteil. Sie waren als Troll-Kollektiv extrem mächtig. 2010, jedes, wirklich jedes 14-jährige Teenie-Mädchen hat das Bieber-Fieber. Hier hat jemand die Luft, die Justin Bieber mal atmete, in einem Glas aufbewahrt. Diese Frau hier sollte dringend mal zum Doktor gehen. Und die hier küssen den Boden, weil Justin Bieber da mal langgelaufen ist. Das Justin Bieber-Marketing-Team hatte einen genialen Plan. Für die anstehende Justin Bieber-Welttour soll eine Online-Abstimmung das Land bestimmen, in dem Justin Bieber zuerst auftreten soll. 4chan fragte sich, was wäre das am besten geeigneteste Land dafür? Wie wär's mit Nordkorea? Bingo. Und so erreichte Nordkorea innerhalb ein paar Stunden Platz 1 der Abstimmung. Das ist halt ein lustiger Troll, weil es halt Bullshit ist, ohne dass es wirklich jemandem schadet. Weißt du, dann denkst du dir, boah, ich bin Community nah, ich lass meine Community abstimmen, wo ich hinkommen soll. Das mit den Spoilern finde ich halt wirklich scheiße. Also gar nicht mal so lustig, ja, Mist, ne, aber richtig kacke einfach. Also, guck mal, unten steht, wie viele Votes die hatten. Die hatten 659.000 Votes für Nordkorea. Das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Wo steht das? Unten drunter, ganz unten in Rot. Ja, aber ich glaube, ich bin noch nicht im gleichen Frame wie du. Marketing-Team fand das nicht so schön und die Seite wurde runtergenommen. 2012, das Marketing-Team der Lay's Chips, die Packung, wo immer gefühlt 40% Luft drin ist, haben eine brillante Idee. Ja, da ist immer mehr Luft reingekommen. Ja, immer noch mehr, oh Gott. Internet soll mit einer Online-Abstimmung die nächste Geschmacksrichtung der Chips bestimmen. 4chan wurde darauf aufmerksam. Currywurst. Und, naja. Ich meine, also, so Internetabstimmungen hat man dann ja relativ schnell gecheckt, funktionieren halt einfach nicht so gut. Ja, vor allem, wenn du selber einreichen darfst, nicht gut. Ja, ich meine, wir haben eine Positivgeschichte dazu, finde ich, mit dem Pete's Meat Burger bei McDonald's, wo Leute im Internet ein Voting positiv beeinflusst haben. Aber das kam ja auch nicht von uns. Das ist richtig. Aber wir haben darauf aufmerksam gemacht. Und du konntest auch nur vorgegebene Sachen benutzen. Genau, das ist das Ding. Ja, du konntest nicht selber sagen, ich hätte gern Kacke in meinem Burger. Ja, oder aber da hätte man wahrscheinlich auch irgendeine beschissene Kombi machen können und trollmäßig irgendwas Beschissenes auf Platz 1 setzen können. Ja. Stattdessen haben wir den besten Mc's Burger ever. Wirklich. Mit eurer Hilfe auf Platz 1 gesetzt und der Hilfe des Erstellers. Ja, wie wär's mit Alligator Chili Chips? Bier, Tränen deiner Feinde. Welcome to the Space Jam. Hey, reich mir mal bitte eine Packung geschreddeter obdachloser Mann. Du bist adoptiert. Hitler did nothing. Moment mal. Das Prinzip ist simpel. Es wird eine Abstimmung eröffnet, 4chan wird darauf aufmerksam und dann, naja, seht selber. Hey Internet, votet für das Buch, was euer Leben am meisten beeinflusst hat. Oh, ich weiß jetzt schon, was kommt. Platz 1, Mein Kampf. Hallo Internet, votet alle zusammen für den Namen vom nächsten Mountain Dew Getränk. Hitler did nothing wrong. Super. Es ist sogar im Angebot. Okay Internet. Hierbei kann wirklich nichts schief gehen. In welcher Schule soll Taylor Swift auftreten und für kleine Kinder ein paar Lieder singen? Ihr dürft entscheiden. Horace Mann Schule für Gehörlose und Schwerhörige? Moment mal. Hey, wir sind eine Grundschule in Texas und wollen unsere Schule umbenennen. Internet, habt ihr Namensvorschläge? John Cena and Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Viel Spaß in der Schule, mein Sohn. Welches L'Oreal Model soll das dann auch echt in die Nachrichten bringen, oder? Ja, das dann ist die Abstimmung ja schon durch, ne? Dann ist die News schon done. Das Glossy 2015 werden. Das ist natürlich alles höchst verwerflich und absolut gar nicht lustig. 4chan war außerdem auch für die zahlreichen Raids bei Habbo Hotel verantwortlich. Die Regeln waren einfach. Ein Account erstellen, Charakter mit Anzug, großem Afro, dunklem Skin und anderen Leuten den Weg zum Pool blockieren. LOL, du kannst nicht schwimmen. Der Vorwand? Im Pool sei AIDS, deswegen dürfen wir keinen reinlassen. Die Server wurden schließlich komplett überflutet von 4chan-Usern und die Bewegung zog sich sogar bis ins Real-Life. Leute fingen daraufhin an, echte Schwimmbäder dicht zu machen, wegen AIDS. Und somit entstand das legendäre Pool is closed. Wer da ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, kann sich die Videos von Internet-Historien angucken. Sehr klare Empfehlung. Und hier davon zeigt sich auch die nächste. Mitbekommen. Was? Ich auch nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Also auch die Bieber-Abstimmung oder irgendwelche Schulen. Das ist nix. Man muss aber sagen, Internet-Historien ist auch ein brillanter Kanal und Jules' Videos erinnern sehr stark daran. Auch teilweise in der Themenauswahl. Aber mega macht das noch mit einem eigenen Twist sozusagen und ja auch dann für deutschsprachige Nutzerinnen und Nutzer. Kunst des Trolls. Das Trollen ins Spiel. Neben altbewährten Methoden, wie einfach in das gegnerische Team rennen, um absichtlich zu sterben oder den ganzen WoW-Raid zu sabotieren. Leroy, you were just stupid as hell. Oder alles von anderen Leuten zu zerstören. Fuck!
gibt es natürlich auch kreativere Methoden, um den Spaß für andere zu verderben. In den Souls-Teilen kann man überall in der Welt für andere Spieler Nachrichten hinterlassen, welche anderen dabei helfen sollen, den Weg oder Items zu finden. Geheimgang voraus? Einfach springen? Das ist ja nett. Das Ding ist nur, in den Spielen gibt es... Ich kenne auch jemanden, der da direkt sogar in einem Video von uns drauf reingefallen. Ja, und unser Manager Boris, der hat Elden Ring gehasst, weil das Erste, was er gesehen hat, ist die Nachricht, spring runter, hat er gemacht und dann hat er das Spiel ausgemacht und nie wieder angepackt. Ziemlich Geheimdinge, die man finden kann, wenn man zum Beispiel gegen eine Wand schlägt oder die richtige Klippe runterspringt. It don't go down. Wait, was war da gerade? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Geheimdinge, die man finden kann, wenn man zum Beispiel gegen eine Wand schlägt oder die richtige... Das da. Das ist aber nicht aus Elden Ring. Das sieht nicht aus dem Spiel aus. Also... Deswegen, also ich sehe kein Hut und nix. Eher aus dem Souls und der springt auch nicht nach vorne runter. Also. It don't go down. Da es in den Spielen aber sonst keine Hinweise darauf gibt, wo letztendlich ein Geheimgang ist und wo nicht, muss man auf die Nachrichten vertrauen. Und die stehen wirklich überall. Geheimgang voraus. Ja, das kenne ich. Weißt du, das eine, wo man irgendwie, wie war das, 30 Mal oder so gegenhauen noch musste mehr. Oder sowas? Ja, bei Elden Ring, die eine unsichtbare oder die eine Wand, die, wo nix hinter ist. Mhm. Jedem weiblichen NPC steht der obligatorische Versuch, Finger, weil, Loch, Kommentar. Zeit für Finger! In vielen Spielen kann man außerdem die Wege von anderen blockieren, was manchmal ein ganzes Match entscheiden kann. Und 2017 wurde im Spiel eine ganz neue Troll-Dimension eröffnet. Mit dem Hype von VRChat. Ein Virtual Reality-Ort mit viel zu vielen Anime-Mädchen und sehr vielen Männern, die sich als Frauen ausgeben. Are you ready to take it to the next level? Viele Leute hielten es für eine super witzige Idee, sich als den etwas verzerrten Nacken zu verkleiden und die Zeilen aus dem Low-Budget-Film Who Killed Captain Alex rumzubrüllen. He knows the way of using a gun. Mikrofon komplett laut aufdrehen, versuchen wie ein Drogenlord aus Uganda zu klingen und schon war man innerhalb kürzester Zeit das nervigste Meme aller Zeiten. Und dann wurde das Meme gecancelt, weil es offensive sei, den afrikanischen Akzent nachzumachen. Ihr wisst ja, das Internet. Ah ja, und kleine Kinder komplett für ihr Leben zu traumatisieren, ist natürlich auch gern gesehenes Trolling. Später, als sich dann Twitch-Streamer etablierten, wurde auch einer neuen Art von Trollen die Türe geöffnet. Man nehme sich eines der größten Streamer, sucht sich ein Markenzeichen mit einem passenden Tanzmove oder Finisher und los geht das Stream-Sniping. Ah ja. Oh mein Gott. Oder dich mehrere Leute auf einmal streamsnipen. Ja. Alter. Oh mein Gott. Bitch, Und wo wir gerade bei Streamern sind, neben einigen sehr komplexen Text-to-Speech-Nachrichten oder dem klassischen Hey Streamer, lösch doch mal die System32-Datei auf deinem PC. Warum? Oh mein Gott. Hat sich eine bestimmte Trollmethode über die Jahre wacker geschlagen. Der Rickroll, der wahrscheinlich älteste Internet-Joke der Welt. Jeder wurde mal gerickrollt. Ein ganzes Baseballstadion, verschiedene Schulklassen oder Rick Astley selber, nachdem er auf Reddit mein Bild postete und jemand in den Kommentaren ein Video von ihm in einem Backstage-Event von damals kommentierte. Und auch andere Bait-Methoden haben sich über die Jahre versucht durchzusetzen. Große Newsportale sind immer noch nicht ganz in der Neuzeit angekommen und lesen gerne einfach mal Quellen aus dem Internet vor, ohne diese vorher zu prüfen. KTV has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Too Low, Ko Lee Fook and Bang Ding Ao. Falsche Informationen im Internet zu verbreiten, hat sich über die Jahre dann als gängige Trollmethode etabliert. 2012 hatten sich Gerüchte breit gemacht, dass Justin Bieber Krebs hat. Natürlich wieder ausgelöst durch 4chan. Erst wurden falsche Tweets von Promis erstellt, dann wurde unter dem Kotzvideo auf der Bühne von ihm kommentiert, dass das die Nebenwirkungen von Chemotherapien seien. Und so entstand der Hashtag Bald for Bieber, in dem man alle Justin Bieber-Fans dazu aufforderte, aus Solidarität ihre Haare abzurasieren. I
Mr. King dies. I'm the gamest in the land. 2013 kam das neue Apple-Update für iOS 7 raus und 4chan hatte mal wieder eine ziemlich witzige Idee. Was, wenn wir versuchen, den Leuten zu erklären, dass das neue iPhone-Update das Handy wasserdicht macht, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und so war die Idee beschlossen und es wurde Marketingmaterial erstellt, welches verdächtig echt aussah. Und naja, man kann sich denken, was passiert ist. Wer auch immer gesagt hat, dass das iPhone jetzt wasserdicht ist, fick dich. Mein iPhone liegt jetzt auf dem Grunde des Flusses. Ja, Moment, wasserdicht heißt ja nicht, dass das schwimmen kann. Ja, na das ja, kommt auch noch dazu, aber vielleicht hat das Marketingmaterial das ja suggeriert. Ja, das Fake-Marketingmaterial. Ja, die iOS-Leute, die gehen denen natürlich voll auf den Leim. Mit Android wäre das nicht passiert. Ja. Niemals im Internet vertrauen. Raus. Fortune dachte sich, wie wäre es diesmal mit Apple Wave, dem neuen iPhone-Feature, mit dem man das Gerät in der Mikrowelle aufladen kann. Versucht auf keinen Fall das neue Wave-Feature. Meine Mikrowelle ist explodiert. Auf keinen Fall euer iPhone in die Mikrowelle legen. Ja, aber wer legt denn Handy in die Mikrowelle? Mich würde nicht mal wundern, wenn die Leute, die diese Post gemacht haben, das in Wahrheit gar nicht gemacht haben oder nur absichtlich gemacht haben, um auch wieder zu trollen. Ja. So, also. Deswegen, das macht doch keiner. Und dann hast du aber eine lustige Geschichte, da kannst du dann auch wieder irgendeine Story drüber machen in deinen komischen, beschissenen Nachrichtensendungen. Kam denn von 4chan auch hier die Spültabs zu fressen? Boah. Das war doch Trump selber. Trump? Ja, du meinst wegen Corona und Nee, das war Bleiche trinken. Diese, ach, das war Bleiche. Die, nicht die Spültabs oder waren das Wäschetabs? Keine Ahnung. Diese, die müssen doch mittlerweile überall draufschreiben, die sind hier gekennzeichnet, keine Kinder. Na, nice. Phone in the microwave. Ein Artikel nach dem anderen, der die Leute davor warnte, ihre iPhones in Mikrowellen zu legen. Aber falls ihr jetzt denkt, 4chan-User hatten nur Böses im Kopf, es gab auch Ausnahmen. 2011 postete ein 4chan-User einen Link, der zu einer eBay-Auktion führte, mit dem Titel Verkaufe 8 Beyblades, um eine zerstörte Badewanne zu ersetzen. Neben einem Bild von zwei Jungen, die ihre Tränen zurückhalten. Laut der Beschreibung haben die Jungen Beyblades in der Badewanne gespielt und dabei nicht gerade wenig Schaden angerichtet. Als Strafe sollten die Beyblades verkauft werden und von dem Geld sollte die Badewanne wieder repariert werden. 4chan-User fing natürlich erstmal an zu träumen. Ich will die Beyblades nicht, ich will nur dieses fucking geile blauen Shirt von dem Jungen haben. Kann man eine Flasche voll mit ihren Tränen dazu kaufen? Danach gab es erstmal ein riesiges Photoshop-Battle unter 4chan-Usern, wovon natürlich manche wieder viel zu weit gingen. Und dann erhöhte man den Auktionspreis auf 69, dann auf 10.000 und schließlich auf 1 Million. Und weil 4chan 4chan ist, wurde die Mutter schließlich gedoxt und bekam Hate-Mails und eBay nahm die Auktion runter. Ja, naja, das Gutes. War nicht ganz so cool, aber wenigstens wurde somit verhindert, dass echte Käufer die Beyblades abkaufen konnten. Hä? Hey, das war jetzt das Positive dahinter? Also ich warte auch noch, das ist ja schrecklich. Ja, ohne Scheiß. Internet-Trolling ist nichts, wo nur User auf 4chan ihren Spaß mit haben. Jedes Jahr zum 1. April kommen Firmen und Entwickler auf die witzigsten Ideen, um es dem Internet mit einem April-Scherz so richtig zu zeigen. Meistens läuft es so. Hey, guck mal, unser neues Produkt. Ein Handy, was riechen kann. Haha. Hier, ein Buch, wo ganz viele Passwörter drinstehen, die man benutzen kann. Ganz schön witzig, oder? Eine Roblox-Konsole. Eine Tastatur mit Gas drauf. Bitte kauft jetzt unsere Produkte. Doch natürlich gab es auch ein paar gute April-Scherze, die ihren Ehrenplatz in der Geschichte vom 1. April bekommen haben. 2013 gab es vom Weißen Haus eine sehr besondere und wichtige neue Meldung. I'm Kid President and I hope everyone has an awesome day. Die ganze Pornhub-Seite wurde mit Videos von Maiskolben ersetzt. Geil, Kolben. Und bei Overwatch bekommen jedes Jahr aufs Neue alle Charaktere im Spiel zwei Wackelaugen. Fortnite bekam einen Stonks-Skin mit dem Namen Diamond Hands als Anlehnung an GameStop to the Moon. Und Among Us bekam den von allen lang ersehnte Pferdemodus. Among Us, sussy posture. 2020 kam durch die Popularität der Zoom-Meetings noch Zoom-Trolling dazu. Auch das ist total unseriös und extrem verwerflich. Und hier zeigt sich auch die negative Seite vom Troll. Denn Trollen kann auch zu weit gehen, wenn Leute bei Gesichtsfilmern anfangen. Hier zeigt sich dann jetzt die negative Seite vom Troll. Ja, jetzt erst negativ. Okay. Und zu swatten. Ja, Squatting ist richtig. Oder die Story von Porky Oliver, der 1974 mit einem Helikopter auf einen Vulkan flog, 50 Autoreifen in den Vulkan warf und die ganze Stadt in Panik versetzte, weil sie dachten, der Vulkan würde ausbrechen. Er sprayte oben in den Schnee April Fools und wartete darauf, dass Polizisten oben beim Vulkan ankamen. Auch diese Geschichte ist wahr, denn Porky Oliver war ein Troll. Was? Also diese Trolls, ne? Da waren jetzt nur wenig Sachen bei, wo man sagen würde, da wurde jemand nicht geschädigt, ne? Ja. Also war halt lustig und dann waren am Ende alle cool miteinander. So, 4chan scheint auf jeden Fall so ein
Rassenproblem zu haben, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die treiben einfach nur alles möglich maximal auf die Spitze, so wie bei dem Bücherding. So, natürlich gewinnt er meinen Kampf. Ja, das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Das ist halt dieses Hihi, ich habe was Verbotenes gesagt. Genau, das absolut Extremste, was du dir vorstellen kannst. Immer das Verbotenste, meinst du? Ja, stimmt schon. Aber es ist eine interessante Kollektion und Historie zu Internet-Trolls. Vor allen Dingen eine Kollektion. Ja. Danke dafür, Jules. Und danke euch für die unendlich vielen Vorschläge. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.